Statt Playoffs heißt es jetzt Days Off. Und diese freien Tage nutzen die FC Bayern Basketballer für den guten Zweck. Die Münchner Tafel verteilt im Stadtgebiet Lebensmittel an rund 20.000 bedürftige Menschen. Derzeit fehlen Unterstützer für die Ausgabe. Grund genug für die Sportler mit anzupacken. Es ist ja nicht das erste Mal, dass wir mithelfen. Aber gerade in den Zeiten aktuell ist es sehr, sehr wichtig, dass der Awareness auf diese Projekte gebracht wird, wo es gerade auch mangelt. Und ich glaube, das ist unsere wichtigste Aufgabe, dass wir einfach gewisse Reichweite nutzen, auf die Projekte aufmerksam zu machen, die aktuell noch mehr Hilfe benötigen als sonst schon. Ich habe jetzt ein paar Tage schon versucht, irgendwo zu helfen, weil ich einfach gemerkt habe, dass es mir extrem langweilig ist zu Hause. Deswegen habe ich mich gefreut und bin natürlich direkt dann dabei gewesen. Bis auf die Ausgabe bei der Großmarkthalle haben alle kleineren Ausgabestellen zum Schutz vor dem Coronavirus geschlossen. Es ist absolut richtig, was der FC Bayern München sich immer schon äußerst sozial gezeigt hat und das auch als Aufgabe innerhalb der Gesellschaft sieht, diese, ich würde mal sagen, privilegierte Stellung, die wir haben, um eben auch den Menschen zu helfen, denen es nicht so gut geht. Und gerade jetzt in der Corona-Krise, wo es vielen Menschen, denen es eben nicht so gut geht, vergessen und teilweise auch verlassen werden, ist es wichtig, dass wir auch ein Zeichen setzen und deswegen bin ich auch gerne heute hierher gekommen. Neben Geldspenden ist die Tafel vor allem auf Lebensmittelspenden angewiesen. Dabei sind besonders wichtig langhaltbare Konserven und vor allem Fisch. Die Waren können geschickt oder abgeholt werden. Wir hatten letzte Woche die Situation, dass eben viele unserer 650 ehrenamtlichen Helfer schon ziemlich betagt sind, oftmals älter als ich, bin da nur ein Youngster, und deshalb halt zurzeit nicht aus dem Haus gehen können. Und da mussten wir überlegen, wie schaffen wir das jetzt, dass wir unsere Ausgabestellen aufrechterhalten, und haben einen Aufruf an Studentinnen und Studenten und an junge Mitbürger gestartet, die eben nicht der Risikogruppe angehören, ob sie uns unterstützen würden. Ganz, ganz viele Menschen sind diesem Aufruf gefolgt. Wir werden von einer Welle der Hilfsbereitschaft getragen und das berührt uns als Münchner Tafel auch sehr. Informationen zu spenden gibt es telefonisch unter 0162 295 1070 oder per Mail an info@münchner-tafel.de.